Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den Neuzugängen aus dem Februar. Es sind 10 Bücher bei mir eingezogen und ja, es ist wieder nicht einstellig. Es soll einfach nicht sein, aber auch diesen Monat liegt es wohl so ein bisschen an einem Bücherpaket, was bei mir eingezogen ist, wo ich 4 Bücher mir rausgenommen habe und ich mich über diese 4 Bücher und natürlich auch die anderen Bücher sehr, sehr, sehr freue. Allerdings, und das kann ich zum Büchermonat schon ein bisschen spoilern, habe ich mehr gelesen, als bei mir eingezogen ist. Das heißt, diese Challenge habe ich sozusagen für mich wunderbarst abgehakt und auch was die haptischen Bücher und die digitalen an Bücher geht, würde ich sagen, fast geschafft. Es sind 6 echte Bücher eingezogen, ein E-Book und 3 Hörbücher. Also fast 50-50, nicht ganz, aber wie gesagt, wenn natürlich so ein tolles Bücherpaket bei mir halt macht, was ich euch auch unten in der Infobox verlinke, dann wird es so ein bisschen schwierig, sich da zurückzuhalten. Denn dafür ist ja dieses Büchertauschpaket auch da und es ist ja super, wenn man da einfach etwas für sich findet. Und ich glaube, jetzt dann im März wird auf jeden Fall auch das Needful Things Paket wieder bei mir halt machen, Anfang März. Und dementsprechend, ja, wird da vielleicht dann auch wieder ein Büchlein dabei sein, wobei der März, ja, wenn ihr meine Neuerscheinungen für den März gesehen habt, wisst ihr, dass der März wahrscheinlich ein bisschen heißer wird als der Februar. Aber da reden wir dann im nächsten Monat drüber. Ja, wir starten mit den 4 Büchern, die im Buchtauschpaket bei mir eingezogen sind. Ich packe euch, wie gesagt, das Unpacking auch unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne reinsehen, was so ein bisschen meine Gedanken waren bei den Büchern. Auch alle Bücher sind unten in der Infobox verlinkt. Auch Infos weiter zu den Büchern, ob es ein Rezensionsexemplar ist. Und dann könnt ihr auch gerne auf den Link gehen, wenn ihr da vielleicht irgendwie zum Klappentext des Buches wollt. Ja, wir starten mit Eisgesang von Kathleen Winter. Hier heißt es so schön, meine Reise durch die Nordwestpassage. Und wer mich so ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich das tatsächlich super spannend finde, auch wenn ich kein Winterschnee-Eisfreund bin. Ich glaube, so nach Terror und der Berg von Dan Simmons hat es mir so ein bisschen solche Reiseberichte auch ein bisschen angetan. Und da, ja, das finde ich richtig toll. Darauf freue ich mich sehr. Ein englisches Buch ist eingezogen und zwar XOXO von XIO. Ein Buch, das ja doch immer mal wieder so in aller Munde war. Ich habe ja von XIO, ich glaube, ein anderes Buch auf der Wunschliste, nein, sogar, glaube ich, auf dem Sub. Aber hier bin ich natürlich sehr neugierig, ist ein englisches Büchlein und ja, durfte aus diesem Grund dann auch einfach mal einziehen. Ein Buch, was sogar noch verschweißt war, ist Buchland von Markus Walter. Tatsächlich eine richtig schöne Aufmachung, also sieht auch wirklich so ein bisschen älter aus und es heißt so schön, dieses Antiquariat ist nicht wie andere Buchläden. Bin ich sehr gespannt, mit sowas kriegt man mich gefühlt ja immer. Und dann etwas für den Sommer und zwar Jedes Jahr im Juni von Lia Lewis. Hier hat eine Freundin von mir, hat jetzt vor kurzem erst das blaue Buch von Lia Lewis gelesen. Ich glaube, was das Vorgängerbuch sozusagen ist. Und war da sehr angetan vom Schreibstil und dementsprechend ja, bin ich sehr neugierig. Hat etwas Sommerleichtes, lass dein Herz los, wenn es fliegen will. Ja, ist für mich definitiv irgendwas so ab Mai, Juni, Juli, vielleicht sogar einfach im Urlaub. Und ja, klingt einfach nach einer schönen Romance-Geschichte. Weitere Infos zu den Büchern, wie gesagt, guckt euch da gerne mal das Unpacking dazu an. Es ging dann weiter mit Hörbüchern und zwar habe ich Bekenntnisse eines Nachtsportlers von Wiegald Boning gehört. Das habe ich mir auch über BookBeat geholt, als ich so ein bisschen mit Magen-Darm auch flach lag und mit Lesen nicht so viel war, habe ich geguckt, was habe ich denn von Wiegald Boning noch nicht gehört. Dieses Buch habe ich jetzt im Februar auch schon gehört und kann schon so viel sagen, dass es für mich nicht rangekommen ist an die neueren Bücher von Wiegald Boning, was aber, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass dieses Buch 10, 15 Jahre alt ist und dementsprechend er da natürlich auch ein bisschen ein anderer Mensch war, eine andere Art hatte, etwas zu erzählen. Aber es war natürlich gewohnt, unterhaltsam und ja, dazu werde ich dann auf jeden Fall mehr im Büchermonat erzählen. Dann ist das neue Buch von Mira Valentin als Hörbuch bei mir eingezogen und zwar, es ist gesprochen von Robert Frei.
krank. Und das ist für mich eigentlich schon der Garant, dass dieses Hörbuch nur großartig werden kann. Und zwar der erste Teil der Andorin-Saga, und zwar Gottes Flüstern. Und ja, zu diesem Buch hat uns letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse Mira Valentin schon erzählt, dass sie eine eigene Sprache entwickelt und da eben auch in Zusammenarbeit ist. Wie geht man an so eine Sprache heran? Wie baut man die ein? Und bei Robert Frank auf Instagram habe ich dann gesehen, dass er eben auch gesagt hat, dass Mira Valentin ihn diese Dinge, diese Wörter auch erstmal vorgelesen hat, also dass er wusste, wie er diese aussprechen soll, damit die natürlich auch vom Klang korrekt sind. Finde ich total faszinierend, wenn Leute sich wirklich auch noch eine Sprache ausdenken und wenn man denkt, dass Tolkien ja zum Beispiel auch eine Sprache hatte und dann gesagt hat, ich möchte um diese Sprache eine Welt erschaffen, und so ist dann ja alles rund um Mittelerde entstanden. Also wirklich großartig. Es kann nur toll werden. Wir haben ein flüsternder Stern, drei Wege, seine Worte zu deuten. Lange hat die Gottheit der drei Völker Andorins geschwiegen. Nun erhebt der allwissende Stern seine Stimme und die Propheten lauschen seinen gewisperten Worten. Die Übersetzungen, die sie daraufhin niederschreiben, unterscheiden sich nur wenig. Doch die feinen Unterschiede haben verheerende Konsequenzen. Prinz Nazian aus dem Lande Ilvenor wird als Drachenfutter auserkoren. Handwerker Kian aus Manyak macht Bekanntschaft mit einem Meuchelmörder, der es offenbar auf ihn abgesehen hat. Und in Njotta zerstört ein uraltes, grausames Ritual das Leben der jungen Yuma. Alle drei verbindet dasselbe Schicksal hinter einer hohen Mauer. Umgeben von tödlichen Bestien treffen Nazian, Kian und Yuma aufeinander. Um zu überleben, müssen sie besser zusammenarbeiten als ihre Propheten. Und ich mag sowas. Ich mag diese Konflikte, die sich aus dem Glauben ergeben, die sich aus diesen Mythen und vielleicht auch tatsächlich aus den Übersetzungen ergeben. Weil da kann man geschichtlich ja zurückblicken, dass das durchaus auch in Wahrheit in unserer Geschichte zu Konflikten führt. Und das finde ich hier wirklich sehr, sehr, sehr spannend und freue mich da wirklich sehr auf dieses Buch. Und Mira Valentin kann Fantasy, kann auch dieses Mythologische. Und hier bin ich sehr gespannt auf das Buch und natürlich auch auf das Hören, wenn mir Robert Frank diese Geschichte vorliest. Dann habe ich im Februar ein Buch von Maike Maja Novak gelesen und dann ist das neue Buch als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen, Der Hund als Spiegel des Menschen, behutsame Wege zur Traumaheilung. Und ich war bezüglich der Traumaheilung so ein bisschen kritisch, glaube aber, dass in uns allen Menschen, allen Tieren etwas steckt, was definitiv Heilung bedarf. Und mich hat dieses Buch tatsächlich sehr, sehr, sehr angesprochen, weil es eben so ein bisschen um die Selbstheilung geht, die man bei sich selbst findet, durch das Zusammenleben mit, in dem Fall dem Hund, und aber auch der Hund natürlich geheilt werden kann. Eine heilsame Reise in die Innenwelt des Menschen. Und ja, die Autorin ist Spiegel-Bestsellerin und Trauma-Expertin und sie nimmt uns hier auf eine ganz neue Weise in die Innenwelt von Menschen und Hunden mit. Mitreisen und Fesseln beschreibt sie ihren persönlichen Weg zur Traumaheilung, der vor 30 Jahren begann und dem auch ihre tiefe Verbindung zu Hunden begründet ist. Aus ihrer eigenen Geschichte und ihren Erlebnissen aus den zahlreichen Seminaren der letzten 20 Jahre schenkt sie uns Einsichten, welche Bedeutung die frühkindliche Prägung hat, wie wir Traumata integrieren und wie Hunde uns nicht nur begleiten, sondern aktiv helfen können, uns selbst und unseren wahren Möglichkeiten auf die Spur zu kommen. Ein besonderer Schatz sind die vielen Heil- und Erkundungswerkzeuge, die die Autorin zur Selbstbegleitung wie auch für therapeutisch tätige Menschen zur Verfügung stellt. Ich erwarte hier nicht irgendwie einen Ratgeber oder einen Therapieersatz, aber definitiv Impulse, die man vielleicht tatsächlich in den Alltag integrieren kann. Bin sehr gespannt und freue mich da auf jeden Fall, das Buch dann auch im März zu lesen. Dann ist das einzige E-Book in diesem Monat bei mir eingezogen, und zwar Sparks von J.R. Dawson. Die Magie der Funken gab es sehr günstig für 4,99 €. Und das ist wirklich ein Preis, den ich bei E-Books richtig toll finde. Es gibt jetzt auch Anfang März einige Bücher, die, glaube ich, sogar erst im April in haptischer Form erscheinen, die es zum Einführungspreis für 4,99 €, 3,99 € gibt. Und da werde ich im März ja auf jeden Fall zugreifen.
Es heißt hier so schön, der Nachtzirkus meets the greatest showman. J.R. Dawsons funkelndes Debüt um einen magischen Zirkus verzaubert die LeserInnen weltweit. Wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zieht eine Truppe von Zirkusartisten durch den mittleren Westen der USA. Ihre Manege ist nicht groß, doch ihre Talente sind mehr als außergewöhnlich. Odette, eine Trapezkünstlerin, kann Krankheiten und Verletzungen heilen. Morph sagt die Zukunft voraus und Rin vermag durch die Zeit zu reisen. Zu dritt versuchen sie mit dem Zirkus, anderen übernatürlich Begabten ein Zuhause zu bieten, Sicherheit und eine Familie. Denn das Leben ist für diese Sparks alles andere als einfach. Die Regierung versucht, sie zu instrumentalisieren oder wegzusperren. Und dann gibt es da noch den grausamen Mitternachtszirkus des mächtigen Zirkus King, der mit Rin noch eine Rechnung offen hat. Doch die größte Gefahr lauert in der Zukunft. Als Morph, Odette und Rin auf einer ihrer Zeitreisen erfahren, dass ein weiterer Krieg die Welt in den Abgrund reißen wird, wollen sie alles dafür tun, um ihn aufzuhalten. Es wird hier auch eben für Leserinnen ausgesprochen von Erin Morgenstein, Susan Clark, R.F. Kohang und V.E. Schwab. Und gerade bei V.E. Schwab wurde ich natürlich hellhörig. Und ich bin ein großer Fan von The Greatest Showman und ich mochte auch der Nachtzirkus. Bin gespannt, wie sich das so ein bisschen verbindet. Gerade mit dieser Zeitreise, also dass wirklich jemand in die Zukunft reist. Sonst kennt man ja doch eher das Zurückreisen, dass also jemand in die Zukunft reist. Das heißt, die Zukunft muss ja geschrieben sein und eine Verbindung eigentlich zur Vergangenheit hergestellt sein, dass ihr versteht. oder auch nicht. Aber das ist ja oft mal so eine Regel bei den Zeitreisen. Aber gut, ich bin sehr gespannt, wie sich das verflechten wird mit dem historisch vielleicht richtigen. Gleichzeitig haben wir diese magischen Fähigkeiten und dann eben auch noch Zeitreise, der eben ja den Zweiten Weltkrieg hervorsagt und wie sich das so ein bisschen verbinden wird. Das nächste Buch ist dann ein Hörbuch, was ich ebenfalls schon gehört habe, und zwar Magic Blaze. Das ist der fünfte Teil der Firebrand-Reihe von Helen Harper, gesprochen von Mary Lou Pullman. Und auch hier, diese Bücher von Helen Harper gibt es tatsächlich nur in digitaler Form, also als E-Book oder als Hörbuch. Ich habe ja schon die Hexfiles sehr gefeiert und mochte auch von der Firebrand-Reihe die ersten drei Teile richtig, richtig gerne. Der vierte Teil war schon ein bisschen schwächer und zum fünften Teil werde ich auf jeden Fall dann was im Büchermonat erzählen. Es scheint jetzt tatsächlich auch der letzte Band zu sein, insofern man jetzt am Ende so irgendwie erahnen kann, dass es eigentlich keine weitere Geschichte braucht. Und ich auch schon sagen kann, es hätte für mich vielleicht auch den fünften in dieser Art nicht mehr gebraucht. Denn wir haben ja hier so eine Fantasy-Welt, so ein bisschen Urban Fantasy. Wir haben eine Polizistin, die in den Supernatural Squad muss, um da eben auch mit den ja etwas übernatürlicheren Wesen wie Vampiren, Werwolfen, Ghulen und so weiter zusammenzuarbeiten. Und in dieser Welt eben ist es ganz normal, dass uns diese Wesen begleiten. Und hier im fünften Teil gibt es dann eben auch einen Rat der übernatürlichen Wesen, die eben jetzt sich darüber austauschen, wie wollen sie denn mit der menschlichen Bevölkerung umgehen. Dann passiert ein Mord, der auch aufgelöst werden muss. Und ich muss sagen, den Mord hätte ich nicht gebraucht, weil das sich natürlich schon sehr wiederholt zu den anderen Teilen. Aber meine finale Meinung dazu dann im Büchermonat, der glaube ich dann nächste oder übernächste Woche online geht. Und als letztes ist ein Buch bei mir eingezogen über Tauschticket, vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen, von Christian Schüle. Und über dieses Buch bin ich zwei, dreimal gestolpert und habe es dann bei Tauschticket für, ich glaube, zwei Tickets ergattern können. Und es ist wirklich in sehr gutem Zustand bei mir eingekommen. Denn die Schönheit alter Pilgerwege in Norwegen oder unbeleuchteter Gassen in Kairo, die Leichtigkeit Sandalen tragender Bergführer in Guatemala oder in der Sonne Portugals dösende Hunde. Bizarre Nächte in Blackpool oder Tokio. Christian Schüle, Philosoph, Reisender, Flaneur und Wanderer. Was für ein schönes Wort, Flaneur. Ach, wenn man flaniert, finde ich großartig. Verbindet persönliche Erlebnisse beim Erkunden der Welt mit Reflexionen darüber, wie und warum das Fremde und Ferne ein so vorzügliches Mittel ist, sich selbst zu erkennen und die Welt wie die Zeit anders zu erleben. Sein ebenso faszinierendes wie inspirierendes Buch ist literarischer Roadtrip und philosophische Suche nach dem Sinn des Reisens zugleich. Und ich bin ein großer Reisefreund. Ich habe schon viel auf der Welt gesehen, nicht annähernd genug. Ich glaube,
für Reisende gibt es immer neue Ziele. Und ich bin sehr gespannt, was mir hier so philosophisch ein bisschen erzählt wird, warum der Mensch gerne reist, was wir daran schön finden, gut finden und was es auch mit uns selbst macht. Denn das tut es definitiv. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was da drin so steht. Und bin wirklich froh über Tauschtheke, dieses wirklich sehr gut erhaltene Buch erhalten bekommen zu haben. Und Christian Schüle ist 1970 geboren, Philosoph, freier Autor, Essayist, merkwürdiges Wort, und Publizist. Und ich bin sehr gespannt. Er wohnt in Hamburg und München. Und dann mal sehen, was ihn so ein bisschen in die Welt getrieben hat. Und das waren sie jetzt, die 10 Bücher, die bei mir eingezogen sind. Ja, tatsächlich auch schon 2, die gelesen sind, was ich auch immer wieder schön finde, wenn Bücher, und das ist ja oft tatsächlich eigentlich bei den Hörbüchern bei mir der Fall, wenn ich die mir hole, wenn ich sie eben auch direkt hören möchte. Macht gerade ja bei BookBeat auch meistens den größten Sinn, weil man da ja immer nur dieses Monatskontingent hat und nicht irgendwie Bücher horten, sammeln kann, sondern ja dann auch wirklich relativ schnell aktiv hören muss. Ja, das waren sie, die 10 Bücher, die neu bei mir eingezogen sind. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, welche Bücher bei euch eingezogen sind, auf welches Buch ihr euch vielleicht auch im Februar besonders gefreut habt, dass es herausgekommen ist. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen und wie gesagt, alle Bücher und auch das Unpacking-Video zum Buchpaket findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.